Ja, mir ist es eine Ehre, dürfen das Interview zu führen mit der Diana. Hey, so mega schön. Danke, stellst du dir jetzt zur Verfügung für das Interview. Und gibst du uns einen Einblick in dein Leben? Genau. Bedingt. Ich tue es erst ein bisschen zusammenfassen, wie dein Leben so gestartet ist. Du bist zu Interlaken auf die Welt gekommen. Deine Eltern haben sich leider rasch scheiden anschliessend. Dann hast du nachher 3,5 Jahre bei einer Pflegefamilie in Zürich gewohnt. Und nachher mit 5 bis 21 bist du zu Gotti und Götti gekommen und hast dort Familie, eine schöne Familie erlebt. Ein rechter Zeitsprung. Heute bist du verheiratet, Mutter von 3 Kindern, die 15, 13 und 10 sind. Und die hocken übrigens auch da, genau, all die 4 mit dem Mann. Und ihr wohnt in Steffisburg. Jetzt eben, der Start ins Leben mit Pflegefamilie und so weiter, das war ein deftiger Start und hat Gefühl so vom Verlassen, vom Einsamsein hinterlassen, wie Löcher im Herz, kann man sagen. Und dann hast du aber schon mit 8 ein Erlebnis einerseits mitbekommen bei deiner Mama, aber das hat mit dir auch etwas gemacht. Was war das? Also meine Mutter hat eine schwere Hirnhautentzündung und hat ins Spital müssen und hat dort einfach ist Gott begegnet. Sie hat dort wie betet, sie war noch nicht mit Gott unterwegs gewesen und hat eine riesige Begegnung mit dem grossen Gott, der sie wirklich geheilt hat. Sie war am anderen Tag gesund gewesen, wirklich übernatürlich, und das war für sie wieder Start gewesen, in ein Leben mit Gott unterwegs zu sein. Und ich habe das als kleines Mädchen sehr nach mitbekommen. Das hat mich tief beeindruckt, weil ich auch gesehen habe, was es für eine Veränderung hat gegeben. Und es war für mich absolut logisch gewesen, dass ich diesen Jesus auch eingeladen habe in mein Herz, in mein Leben hinein einfach, dass ich mit ihm durchgehe. Genau. Das war ja schon mal, wieso sozusagen, in deinem Herz gewesen. Und gleich so die Gefühle vom Einsamsein, vom Verlassen, die haben dich weiter geplagt, kann man so sagen. Unter was hast du wie besonders gelitten vielleicht? Und welches eine Erlebnis, das du mir auch geschildert hast mit Gott, ist nachher auch so ermutigend gewesen, so tröstlich in das hinein? Mm-hmm. Ich habe es vor allem abends gemerkt, einfach in der Nacht. Ich hatte eine starke Albträume gehabt und bin abends mit in der Nacht erschreckt, verwacht und habe das Alleinsein auch so fest gespürt. Und bin manchmal halt durch das einfach wirklich auch ganz allein gewesen. Gott und Götti haben das auch nicht immer mitbekommen. Mm-hmm. Und einfach einmal in der Situation, wo ich so auf dem Bettrand bin gehockt und einfach das Alleinsein und die Verlassenheit so stark habe miterlebt, habe ich plötzlich gespürt, wie mir wirklich eine riesige Hand ist über den Kopf übergestreichelt. Und es war in dem Moment wie gewesen, dass Gott zu mir sagt, schau, Menschen können dich verlassen, du kannst allein sein, aber ich bin immer da, ich bin dein Daddy und ich schaue zu dir. Und das war eine mega Begegnung gewesen, wo irgendwo tief in mein Herz gepflanzt wurde. Sehr schön. Ja. Ja. Deine Mutter hat dir auch eine Bibel geschenkt. Mhm. Du hast dir, ich weiss nicht, wie viel drin gelesen, aber so in diesem Alter, genau. Aber du bist dann einmal mal über einen Satz gestogelt, wo dir auch ins Herz hineingegangen ist. Was war das für ein Satz gewesen? Ja, das steht in der Bibel im Johannes-Evangelium, Kapitel 10,10. Und dort steht, dass der Find oder der Dieb, der kommt zum Stellen und zum Schlachten und einfach zum Kaputtmachen und zum Verderben. Aber Jesus sagt über all dem, ich bringe dir das Leben im Überfluss. Und das hat mich vom ersten Moment an mega berührt, weil ich irgendwo habe gespürt, oh, da ist eine Sehnsucht von Anfang an reingepflanzt. Bei allem Schwierigen, was sie an Umständen, gleich in dieser Fülle von Gott innen zu sein, können herzugehen. Ja, genau. Du bist dort so langsam jugendlich geworden. Ja. So ein bisschen. Hast du dir das Leben in diesem Überfluss, das in diesem Vers davor dreht, ist, schon dann erlebt, oder haben die Mankos aus den Kindern hat die halt gleich auch noch eingeholt und so ein bisschen durchbegleitet durch deine Jugendjahre? Ja, sehr stark. Ich war eigentlich auch im Ganzen sehr allein unterwegs gewesen und ich war auf der ständigen Suche nach Annahme und nach Geborgenheit. Ich hatte mega frühe Freundschaften, konnte einfach nicht allein sein, hatte auch Mühe mit dem Alleinsein aushalten und ja, ich habe auch wilden Ausgang gelebt. Wirklich, es war so ein bisschen im Sinn von immer unterwegs sein, immer wo irgendwie auf der Suche und ja, einfach so ein bisschen rastlos. Es hat sich sehr stark ausgewirkt. Ja. Ja.
Und wo ich im Nachhinein noch viel denke, oh, die wilden Geschichten, krass. Ja. Wo ich so staune darüber manchmal. Mhm. Aber einer von diesen Männern, wo du noch über den Weg gelaufen bist, das war der Nathanael. Ja. Da warst du 16. Das ist dein heutiger Ehemann. Und diese Begegnung war für dich ganz anders gewesen. Wir gehen da jetzt nicht in die Details rein. Und vielleicht kann man dann nachher in der Lounge noch darüber reden. Ich kann dir noch mehr erzählen, genau. Das Leben ist aber dann für ihn und für dich ziemlich gleich einfach noch weitergegangen, eben mit vielen Freundschaften und Begegnungen und Beziehungen und so. Aber mit 22 seid ihr wieder über den Weg gelaufen, seid zusammengekommen und habt dann im 2003 geheiratet. Mhm. Im 07 ist die erste Tochter dazugekommen, auf die Welt gekommen. Und ihr seid dann in einer Kirche unterwegs gewesen, habt euch für Jugendliche engagiert, mit Jugendlichen unterwegs gewesen. Ist jetzt sozusagen so ein bisschen schon fast Ende gut, alles gut gewesen? Einfach Sehnsucht gestillt und sonst gut, oder? Wie ist das gewesen? Nein, das war noch nicht gestillt gewesen, weil es eigentlich auch so war, dass so wie wir unterwegs waren, auch mit Gott, ist er eher ein bisschen am Rand von unserem Leben gestanden. Wir haben natürlich schon gesagt, du, wir wollen und engagieren uns, haben schon ein paar viel auch für sein Reich wie auch gearbeitet, aber irgendwo hat es den gleichen Bereich gegeben, wo er eben wie noch nicht Platz hatte und noch nicht, wo wir ihn noch wie nicht reingelassen haben. Und darum kann man nicht sagen, dass die Sehnsucht eben vollgestillt war. Ja. Dann im 08, also ein Jahr später, habt ihr als Ehepaar einen Kurs besucht, so ein bisschen über den Umgang mit Finanzen nach biblischen Prinzipien. Und der hat offenbar noch mal einiges ins Rollen gebracht. Was hat der ausgelöst? Also es war so, das war ein Ehepaar, wirklich starke, authentische Leute. Und dort hat man von Anfang an haben wir wie gemerkt, die haben Gott wirklich im ganzen Leben drin, in allen Lebensbereichen. Es ist spezifisch einfach mal um Finanzen gegangen, aber es geht ja um alles andere auch. Und die Geschichten, die sie einfach erlebt haben im Alltag, auch im Grösseren, die haben uns mega fasziniert. Und wir haben so wie gespürt, wir als Ehepaar, dort wollen wir auch her. Wir wollen auch in dieser Fülle innen unterwegs sein. Aber daraus heraus war wie klar, dass wir einfach, dass ich auch Sachen habe, wie müssen angehen und wir müssen konkret anschauen. Ein Thema war zum Beispiel Vergebung meinen Eltern gegenüber. Das war wie ein Schritt, den ich wusste, den muss ich machen. Von Mutter her war es viel einfacher, weil sie auch im Glauben ist unterwegs war, aber mein Vater war dann nicht im Glauben unterwegs. Und ich hatte einfach so einen Moment, wo ich wusste, ich muss mit ihm wie noch gewisse Fragen wie klären, wieso dass er nicht da war und wieso dass er mich wie hat einfach lassen im Ganzen inne, wieso dass er es nicht hätte können. Und er war nicht ein Mann der grossen Worte, er hat auch nicht so viel gesagt im Moment, aber ich glaube, das Wichtigste war, dass ich wie auf dem Herzen hatte, ihm zu sagen, Papa, ich habe dir das vergeben. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt ist wie, hat sich wie das Blatt gewendet und wir haben in unserer Beziehung mega viel Tiefe erlebt, mega viel Wiederherstellung. Und ja, es konnte zu dieser Beziehung werden, die es glaube ich, einfach sein sollte. Es hat ihn hemmen freigesetzt und mir durch das auch. Vergebung war das Ende ihnen gegenüber. Ich selber habe natürlich mich natürlich auch entschuldigen bei einigen Leuten. Und dort war es auch schön gewesen, zu merken, oh, zum Teil hat es so Mut gebraucht. Das ist für mich, ich dachte, nein, das schaffe ich nicht. Aber bei einer Frau, die ich wusste, ich muss her, dachte ich, nein, ich sterbe. Das geht einfach nicht. Und mein Mann hat mich dann in dieser Situation ermutigt und gesagt, es war am Morgen, gewesen, Schatz, ich schaue zu den Kindern, du gehst jetzt her und du kommst erst wieder heim, wenn es erledigt ist. Und ich wusste, ich muss gehen und es ist so gut rausgekommen. Also dort auch zu merken, wie uns Gott wirklich so hat unterstützt. Super. Ja, in diesen Schritten. Sehr, sehr schön. He? Jetzt sind 15 Jahre etwa vergangen seit dem Kurs. Ja. Der Prozess ist weitergegangen. Stefan, darf ich noch schnell etwas sagen? Willst du noch eins mehr? Das ist gut, sag's noch. Ein Bild hat uns geholfen aus dem Finanzkurs, wo ich mich noch heute immer wieder fest dran habe, dass wenn wir das, was wir haben in unseren Händen, loslassen und Gott weigeben, dann tut er seine Hände auf und tut uns das geben, was er für uns parat hat. Und das erste Mal, als ich diesen Satz gehört habe, war ich schon mega berührt im Herzen. Ja. Und das hat mich immer wieder begleitet. Das ist so powerig. Es ist nicht nur ein bisschen. Stell dir vor, seine Hand, wenn er die loslässt über unserem Leben, dann ist einfach Fülle da. Super. Genau. Entschuldigung. Ja, kein Problem, das ist gut. Das ist so ein Beispiel aus dieser Zeit. Genau. Ja. Eben, du hast so Schritte gemacht.
es hat dir etwas gekostet, wir haben es gehört, du hast auf so Leute dürfen zugehen und Vergebung bitten. Es hat dir etwas gekostet, es war ein Preis, den du gezahlt hast und gleich, wahrscheinlich, die Erleichterung ist schon dann beispielsweise sehr gross gewesen. Und auch sonst würdest du wahrscheinlich sagen, du bist mega beschenkt worden auch durch die Schritte, wo zwar etwas ein Preis war, aber eben etwas zurückgekommen ist. Ein Lehrplatz, den du mir auch gesagt hast, war, du musst lernen, dass du dich nicht bestimmen lässt von dem, was andere über dich denken, sondern was Gott sagt. Mhm. Und ihm wirklich hundertprozentig und nicht noch so ein bisschen mit letzter Vorbehalt vertrauen. Was hat dir denn so auf diesem Weg geholfen und wie sind jetzt die Sehnsucht immer tiefer gestillt worden? Ja, das war ein Weg gewesen, zum Gehen und Gott hat es wirklich wie Schritt für Schritt wie aufgefüllt. Zuerst einmal, über allem steht eine riesige Dankbarkeit, dass ich einfach in all dem innen so behütet und bewahrt geblieben, dass er auch irgendwo mein Herz so bewahrt hat, dass ich in eine intakte Familie bei ihnen kam und schlussendlich aufwachsen durfte. Das war ein riesiges Geschenk gewesen. Und nachher ist wie so das Bild, ich bin ja wie aus dem Nestli rausgefallen, wie als kleines, ein bisschen verschöpftes Vögel, und bin zurück oder bin hergekommen schlussendlich zum Vater an den richtigen Ort, in das richtige Zuhause. Und das erfüllt mich mit einer mega Dankbarkeit, wie so steht, über allem auch in einem riesen Staunen über Gott, wie er es gut hat gemacht, schlussendlich, wie er aus dem Schlechten das Gute hat gemacht. Und nachher hat er mich jetzt Hennen beschenkt mit einer Familie. Schon vorher hat er gemerkt, hey, ich liebe es einfach von ganzem Herzen. Er hat mir einen starken Mann zur Seite gestellt. Wir haben drei wunderbare Kinder und wir haben einfach auch so starke Familienzeiten, wo ich mich auch so fest danach gesehnt habe. Ich bin extrem befreit worden von dieser Menschenabhängigkeit, wie du es hast gesagt. Das merken wir manchmal auch, wenn wir Sachen wieder auf dem Herzen haben, für zu machen, die manchmal auch ein bisschen wild sind mit Gott. Er hat grosse Gedanken, grosse Abenteuer für uns parat. Es ist wichtig, dass wir fokussiert sein können. Und dann merke ich, da ist er einen riesen Weg mit mir gegangen. Und das, was mich am meisten berührt und was ich auch als wie eine Ermutigung weitergeben möchte, er hat wiederhergestellt, wirklich eins zu eins. Und zwar hat es eine Geschichte gegeben, als ich klein war, als kleines Mädchen, als ich ganz in einer schwierigen Situation war. Und ich hatte in diesem Moment hatte ich das Gefühl, ich müsste zu meinem Vater. Und ich bin zu meinem Vater ins Hotel gegangen und der hat oben nach ihrer Wohnung gewohnt. Ich bin dort reingekommen und er hat geschlafen. Und ich habe mich nicht getraut, ihn aufzuwecken. Und ich bin eigentlich unverrichteter Dinge in dieser mega, mega schwierigen Zeit, in dieser mega schwierigen Situation wieder rausgelaufen, allein. Und nachher, nach dem Finanzkurs, haben wir uns beruflich, hat sich mein Mann auch neu orientiert. Und dann haben wir drei heftige Jahre gehabt, auch sehr herausfordernde Jahre finanziell, wo es wirklich auch darum ging, wo unser Vertrauen so gestärkt und gewachsen ist im Ganzen. Aber gleich bin ich gegen Schluss an Anschlag gekommen, hatte das Gefühl, sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg, kommt das wirklich gut, und habe ich auch aufgeben, weil ich einfach wie nicht mehr so haben mögen. Und in dem Moment ist plötzlich mein Vater, mein lieblicher Vater, aus dem Nichts raus aufgetaucht, hat ihn geführt. Und er hat zu ihm gesagt, er ist uns einfach besuchen, er hat von Interlaken auf Steffisburg müssen fahren. Und er hat gesagt, du Papa, kann ich einfach mal schnell mit dir reden? Und so, wir sind rausgegangen, haben zusammen ein Glas Wasser genommen. Und dann habe ich ihm mein Herz ausgeschüttet und gesagt, wie das mir geht. Und es ist mir dann wirklich nicht gut gegangen. Und ja, er hat auch dann wieder eher wenig gesagt, aber er hat gesagt, Schatzli, das kommt gut. Bleib dran, ich weiss, es kommt gut. Und das hat mir mega, mega viel gebracht in diesem Moment. Ich war so glücklich gewesen, oder? Und erst eigentlich auch Tage später hat Gott wie nochmal zu mir geredet und gesagt, Jana, hast du gesehen, das ist der Moment, wo du dort als kleines Mädchen hast, wo wie nicht erfüllt werden konnte, habe ich dir zurückgegeben. Jahre später habe ich wie eins zu eins wieder hergestellt. Und das sind so Geschichten, wo ich so tief berührt bin und denke, hey, es ist so ein Bild dafür, dass für ihn nichts unmöglich ist und dass er tiefe Reinigung macht, bis in die neuesten Punkte. Ich habe ja den Punkt nicht bewusst mit mir umgedreht und denke, dann habe ich dann noch ein Problem gehabt. Er hat es ja gewusst, wo das genau die Löcher in meinem Herz sind und wo das er muss ansetzen muss. Und das überwältigt mich immer wieder. Darum können wir auch tränen, wenn ich die Geschichte, wenn ich sie immer wieder erzähle, bin ich immer wieder neu berührt von diesem grossartigen Vater im Himmel. Wirklich. Ist schon mega schön. Ich meine,
Aber Gott hat das auch miterlebt, hat mitgelitten, wo du dann als das Mädchen wieder heimgegangen bist, ohne den Trost vom Papa zu bekommen. Und das will jetzt die nachher erleben irgendwo, genau. Mhm. Ja, vielleicht noch zum Schluss. Du hast mir gesagt, ja, die Sehnsüchte sind wirklich heute gestillt. Immer wieder werden sie gestillt. Hast du noch so aus der jüngsten Zeit da noch vielleicht ein, zwei Müsterli, wie das konkret erlebt hast? Ja, also ich glaube generell einfach mal, wenn man so beschenkt ist, so gesegnet ist, haben wir es ja wirklich einfach auf dem Herz, einfach zum Weitergeben. Und wir haben es auch auf dem Herz, einfach Leute, die irgendwo noch bremsen sind und nicht in dieser Freiheit innen sind, in dieser Fülle innen sind, dort einfach drin zu begleiten. Und das sagen wir auch immer wieder, hey, wir wollen Zeit hergeben, wo wir rein investieren wollen. Und letzte Woche war wirklich die Woche hennevoll, wo es um einen jungen Mann ging, und ich zuerst habe gedacht, es geht unmöglich noch am Morgen. Und gleich habe ich dann dem Herrn gesagt, du, wenn das so sein soll, dann danke dir einfach, dass du mir hilfst. Und das Überwältigende war eigentlich schon, ich habe den Mann vorher, wir haben ihn noch nie gesehen. Und, so. Und noch bevor dass er dann zu uns kam, habe ich wie zwei ganz konkrete Bild aus der Bibel plus noch wie etwas, das wir wirklich wie haben sollen kappen, wie so einen Auftrag, bekommen. Und wie Bestätigung in allem innen, hey, ich gebe dir es. Das, was du brauchst, gebe ich dir einfach. Und es darf in ihrer Leichtigkeit innen sein und auch in ihrer Freude innen. Und das nebendran hilft dir auch zum Erledigen. Und das Zweite, was mir auch noch so eingefahren ist in dieser Woche, war, und das ist das Sichtbare, was für mich immer wieder so krass ist. Eines von unseren Kindern hatte einen Unfall mit dem Velo. Hat sich ein bisschen verletzt, Schürfwunden und einfach eine Sache und so. Und ich bin sie aufladen und schlussendlich haben wir Nathanael angerufen und der ist ins Auto gestiegen und ist heimgekommen. Und ist schauen, was ist da los. Und das ist auch so eine tiefste Sehnsucht irgendwie, die ich dort darf ich gefühlt habe, dass ich einfach darf eins zu eins immer wieder sehen, wie mein Mann auch mit unseren Kindern umgeht und wie das Gott ursprünglich hat gedacht. Dass er, wie er Familie möchte haben, wie er Vaterschaft möchte haben, mir, wo der Vater speziell gefällt hat, genau. Hey, so schön, wie du bist angekommen. Ja. Ich könnte noch lange zuhören, glaube ich, es ging anderen auch noch so. Starke Geschichte, ermutigend, und ich finde es eben noch so stark, Gott füllt nicht nur gerade so die Löcher, dass sie gestopft sind, sondern es geht jetzt weiter. Du, dir miteinander beschenkt andere und es ist eine riesige Bereicherung, seid ihr jetzt geworden. Und könnt anderen helfen, anzudocken, sozusagen an dem Vater im Himmel und ihre Sehnsüchte zu stillen. Hey, merci viel mal für die Offenheit. Merci, bist du da gekommen. Und ich glaube, es ist ein grosser Applaus wert. Merci, Diana. Sehr gerne.